So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade das hier noch fertig geschweißt. Und der nächste, Stahlplatten, okay. Gut, also das ist in Ordnung, wir brauchen nur Stahlplatten. Das ist ja nun mal gar kein Problem. Also wir sehen, es geht, ne, weil es jetzt schon schräger ist. Sind die ganz gut abgedeckt. Ich hoffe, das passt, dass wir auf eine gute Auslastung kommen. Mhm. Wäre uns zu wünschen. Nehmen wir immer einfach das Ding hier auseinander. Das eh weg soll. Wobei ich natürlich auch gucken könnte, dass ich hier so ein paar Atmosphärentriebwerke auseinandernehme, weil die haben viele Stahlteile. Ah, wäre auch noch eine Möglichkeit, aber wir machen erstmal das. Außerdem muss ich Energie auftanken, dann sind wir hier dann auch ganz richtig. Alles mitnehmen. Das ist eine leichte Panzerung. Ätzend. Ich wundere mich schon gerade, warum es so schnell geht, aber kein Wunder. Kommt jetzt kaum was bei rum hier. Ja, ist ja okay. So. Schnell aufladen. Geht natürlich schneller, wenn wir in einem Cockpit drin sitzen, ne? Ja, ich weiß, aber. Wenn wir hier schon mal sehen, ne, können wir das auch so machen. So. Schmuggler. Okay, ist aber weit genug weg und das andere entfernt sich auch. Ja, das, ich denke, ich muss das jetzt als nächstes angehen, dass ich mich dann darum kümmere, dass wir hier, entsprechend eine Verteidigungsanlage bauen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Okay, das funktioniert dann auch schon. Sehr schön. So, der hat sogar zwei. Okay, der auch. Müsste der ja auch hier zwei kriegen. Ja, sauber. Gut, hier unten haben nichts, ist klar. Aber wir sehen, wenn die dann nichts haben, produzieren die dann hier fleißig weiter. Also sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Okay, das heißt jetzt aber erstmal Sauerstofftank. Genau, das ist jetzt erstmal super, super wichtig. Licht anmachen wieder. Aber kann ich gleich direkt hier anschließen. Okay, 40 große Stahlrohr. Boah. Ja, wir können was anderes mitnehmen. Und Herstellungskomponenten hatte ich, glaube ich, gesehen, ne? So. Okay, wie gesagt, wenigstens den einen erstmal. Also, die Produktionsrate ist ja nicht so extrem, aber. Zumindest wird das gespeichert. So, und denen. Sehen wir da jetzt nichts? Ah, jetzt. Okay. Also, es funktioniert. Sauerstoffarm. 0,7 Liter die Minute. Okay, 0,71. Sind die alle auf 2? Ja, also 0,7 Liter die Minute. Ja,
natürlich. Ja, also viel sieht anders aus, definitiv. Ja, definitiv. Aber zumindest erstmal ein bisschen was und er kann das speichern und ja, wir haben dann langsam Sauerstoff, beziehungsweise wie viele Liter passen hier rein? Ich glaube Tausende. Ja. 100.000, wenn ich das richtig sehe jetzt. Schwer zu sehen. Ja, 100.000 müssten es sein. Boah. Krass. Das heißt, wir brauchen echt viele Sauerstofffarmen. Damit wir hier ordentlich vorankommen. Naja, gut, aber wir haben ja jetzt die Produktionsanlage erst richtig aufgebaut und das müsste ja eigentlich noch besser werden, beziehungsweise 0,7. Das hieß ja, er macht 1 Liter die Minute bei 3 Strichen. Also müsste es eigentlich sein, ne? So ungefähr. Naja, mal gucken, wie es dann wird. Ich hoffe aufs Beste. Gut, Thema Verteidigungsanlage. Das wäre natürlich jetzt auch nicht gerade verkehrt, da ich in diese Richtung gehen möchte beim Bauen, würde ich hier erstmal ein Geschütz machen, beziehungsweise vielleicht dann doch da, mal gucken. Also irgendwie hier so auf jeden Fall. Handelsposten, okay. Auch nicht verkehrt. So, wir nehmen mal hier hinten ein bisschen was weiter auseinander, genau. Das hier zum Beispiel. So, dann können wir das da unten mal auch hinbauen. So. Na, sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne? Ich denke auch. Sehr schön. Okay. Ja, ich bin jetzt echt im Grübeln, ne? Ob wir das dann... Vielleicht sollten wir es so ein bisschen abseits machen, dass wir sagen, okay, wir machen halt hier einziehen. Irgendwie hier so. Und hier. Dass wir das auch besser ins Visier nehmen können. Oh, okay, was kommt da denn? Ach du Schande, das wird kräftig. Das könnte heftig werden. Hoffen wir, dass der friedlich gesonnen ist. Und da nichts passiert jetzt. Okay, warte mal, mal gucken, da müssen wir uns jetzt echt ranhalten. Also ich brauche jetzt eigentlich, habe ich denn noch interne Panzerung dabei? Hehe, natürlich nicht. Ich hoffe, wir können auch welche herstellen. So, komm mal her. Bitte sag ja. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Packt er sogar schon gleich hier hin, okay. Na, nehmen wir das mal so kurz mit. Ja, weil wenn, dann will ich das ja gleich ans Fördersystem anschließen, dass wenn halt irgendwas ist, halt er sich automatisch die Sachen zieht, aber so wie es aussieht, haben wir Glück, dass das Ding an uns vorbeizieht. Mhm. Eine schöne Sache ist das. So. Das heißt, ich werde... das hier so machen. Genau, ich denke, das müsste reichen. Ah, ich habe keine Stahlplatten dabei. Ich habe alles dabei, ja. Aber keine Stahlplatten. Super. Wie immer. Das, was man immer braucht, ne? Hm. So. Schweißen. Sehr schön. Okay, mehr mache ich jetzt nicht, weil ich will erstmal jetzt hier entsprechend das installieren. Beziehungsweise, warte mal. Machen wir das anders. Ja, überlegt. Das auch weg. Genau. Und dann machen wir.
machen wir das so hier. Und so, ja. Gefällt mir besser. Wir sehen, ne? Sonne steht eigentlich ganz gut. Oh ja, da haben wir sogar drei. Lassen Sie sich mal, wie viel wirft denn der jetzt ab? Ja, also knapp einen Liter. Ja, und jetzt haben wir hier also fast knapp 4 Liter die Minute, die abgeworfen werden. Das ist natürlich dann schon mal eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja, also... Ach, sehr schön. Also war es die richtige Entscheidung. Wenn wir es noch nach dahin fortführen, entsprechend, oder wir könnten es auch nach hierhin fortführen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Da sollte das dann klappen. Okay. Also sollte klappen in der Hinsicht, dass wir dann hoffentlich genügend zusammenbekommen, dass wir halt nicht ersticken in unserer Basis. Wäre zumindest eine schöne Sache, ne? Ja, finde ich auch. Ich bin immer so ein bisschen gegen den Erstickungstod. Genau, und hier machen wir dann das Geschütz drauf. Ja, sehr gut. Die andere Richtung wird es ein bisschen interessanter. Was heißt interessanter? Also so richtig interessanter wird es jetzt nicht, ja? Also falls er, wer weiß, was er da jetzt vorhat. Nein, keine Panik. Nichts sagen um Wurmnis. Schon wieder so ein Random Drop, ne? Genau. Einfach nur das. Was anbringen, ja, aber klar, dass wir eigentlich fast alles wieder brauchen. Okay. Gut. Müsste man das wirklich mal mit dem Hauptnetz verbinden mittlerweile, ne? Warte mal, ich gebe mir hier nochmal 100 in Auftrag. Ja, okay, also. Na gut. Nee, Motoren brauche ich nicht. Ich brauche kleine Stahlrohr. Das ist gut. Und dann eigentlich nur interne Panzerung. Sehr schön. Guck dir das an. Ja, ich denke, da sind wir dann, aber ich muss es halt verteidigen, ne? Ich kann ja jetzt nicht einfach das so, oh, na ja, da passiert schon nichts, wird schon alles gut gehen. So mag ich da jetzt irgendwie nicht rangehen an die eine Stelle, also an die Sache. Nee. Fände ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Sonst ist die Seite zumindest geschützt. Wir brauchen ja, wie gesagt, überall ringsrum Geschütze, ne? Mhm. Ja, wenn die ankommen hier und uns platt machen wollen, holla die Waldfee, du, ich sag dir. Das wird was. Richtig fies ist es nicht, warte mal. Machen wir nochmal welche. Ich hoffe, wir haben noch genug. Müsste reichen. Hoffen wir es. So, davon noch welche. Müsste ja genügen. Okay, gucken wir mal. Ja, verdammt. Voll dagegen, sie haben jetzt Gesicht aufgeschlitzt, Visier bricht. Sauerstoff dringt aus, entfleucht und wir ersticken jämmerlich. Kein schöner Tod, nein, auf jeden Fall nicht. Schon wieder zu wenig Herstellungskomponenten mitgenommen, ne? Ja, ich sehe es schon. Wenigstens hier noch ein bisschen was anbringen. Okay, große Stahlrohr, Metallgerüst auf jeden Fall. Was sollten wir hinkriegen? So. Und, ja. Interne Panzerung. Ich glaube, wir haben davon genug, aber. So
wie es aussah zumindest. Probieren wir mal. Ach ja, das ist ja auch... Naja, okay. Ja, wir sind noch lange nicht fertig, ja? Okay, nur Metallgerüst. Mhm. Sehr schön. Und hier Motor und Metallgerüst. Und dann brauchen die Dinger erstmal nur so händisch Munition verabreicht. Ich hoffe, wir haben da noch was. Was wegnehmen, genau. Genau. Ja, wir müssen den Erdnussstahlrohr auch noch machen, deshalb dann passt das so halbwegs. Warum hast du das Geschütz fertig hier? Das ist das Wichtigere. Kann ja eh nichts passieren, weil es ist noch keine Munition drin. Okay, nur Motor. Tja, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, aber einen guten Überblick haben wir, wenn wir das jetzt hier sehen. Ist auch bei immer noch 3 von 4 Auslastung. Ich denke, damit sind wir ganz gut beraten. Das funktioniert auch recht super, finde ich. Der geht ja jetzt anscheinend auch so rum, also haben wir relativ lange diese Auslastung. Sehr schön. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.